Tages beim Spazierengehen ein Stück Holz. Es sah ganz gewöhnlich aus. Doch als er es in die Hand nahm und mit seinen Fingern einmal vorsichtig drüber fuhr, verwandelte es sich in den Baum, der er einst war. Guten Morgen, meine Hübschen. Wir haben Samstag. Guten Morgen. Ja, wir haben 10:30. Lamia ist wieder im Bett, denn die ist noch super müde von gestern, von dem Trip. Wir haben gerade ein Buch zusammen gelesen. Joanna ist mit ihrer Freundin draußen. Die fahren Rollschuh zusammen. Und ich habe hier gerade Hausarbeit gemacht. Ich habe noch hier Wäsche, die ich noch zusammenfalten muss. Und der Postbote hat gerade geklingelt. Da wollte ich euch mal zeigen, was ich geholt habe. Und zwar einmal von Real Technik. Zwei neue Schwämmchen, die kaufe ich alle paar Monate mal neu, weil es einfach dann eklig ist. Das muss dann weggeschmissen werden. Das ist ein Schwamm, da sammelt sich alles Mögliche an, auch wenn man das noch so oft reinigt. Das Ding ist ja immer feucht. Und jetzt hatten die im Angebot für 5 Euro, habe ich die geholt. Und dann habe ich für die Kids Bücher bestellt in so einem Online-Shop für Bücherschnäppchen. Und zwar heißt der Shop Arvel. Ein richtig schöner Name, ne? Arvel. Erinnert mich ein bisschen an Ariel. Ja, Arvel. Und da kriegt ihr richtig coole Kinderbücher zum super Preis. Also, Quentin, trink mal wieder. Gerade jetzt für die Kinder, die eingeschult werden, so Erstklässlerbücher und so Erstlesebücher haben die. Und da wir unsere schon so gut wie alle durch haben, 100.000 Mal gelesen, habe ich gedacht, komm, wir holen mal ein paar neue Kinderbücher. Boah, echt, Preis ist unschlagbar. Richtig klasse. Und ein kleines Wimmelbuch, guck mal, 3,99 für Lamia. Dann hier ab 18 Monaten, wenn kleine Hasen schlafen gehen zum Einschlafen, voll süß. Hat auch ganz ein paar Euro nur gekostet. Also ist richtig klasse. Für Joanna, die Spensterchen, unheimliche nette Geistergeschichten. Richtig süß. Neupreis 9,99 Euro. Ich glaube, wir haben irgendwie 2 Euro dafür bezahlt. Und ja, also richtig coole Bücher. Mal gucken, ob auch alle drin sind. Murphy, dann habe ich noch für Joanna, weil fängt jetzt bald auch an. Geschichtenbuch Erstkommunion. So, auf jeden Fall ist es richtig gut eingepackt alles. Und ich glaube, die Kinder werden sich richtig freuen. Zeig mal deine Windel. Wie süß ist das denn bitte? Auch für Lamia zum Gucken. Dann einmal Familie Igel. Das ist auch für Lamia. Arvel. Machen wir mal die Rechnung. Ja. Dann nochmal hier beste Freunde, mein Pferd und ich für Joanna. Und ach, guck mal, wie süß. Da sind noch 3 Lesezeichen dabei. Mal gucken. 3 Stück. Täglich neue Bücherschnäppchen, heute schon vorbeigeschaut. Das ist aber süß, mit so goldenen Herzchen dran. Voll cool. Also ist das ein schönes Lesezeichen, finde ich. Genau, da, arvel.de. Wir lieben Bücherschnäppchen. Also, richtig tolle Bücher da gekriegt, für wirklich kleines Geld. Und ja, cool. Dann haben die Kinder viele schöne neue Bücher zum Lesen. Weil ich kann es... Als Eltern ist es andauernd das Gleiche und zwischendurch macht man auch mal wieder was Neues. Und ja, ich verlinke euch unten den Shop in der Infobox. Mal könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, gerade für die ganz Kleinen haben die richtig viele schöne Bücher, habe ich gesehen. Ich konnte aber nicht alles leer kaufen. Und für die Kids, die eingeschult werden, auch richtig schöne Bücher. Und die haben auch noch andere Sachen, Kochbücher und sowas alles. Aber ich habe jetzt hier für die Kids nur geholt. Und ja, echt super, super schöne Sachen. Die Kinder werden sich freuen und an Regentagen, wie man sieht, sitzen wir meistens auf der Couch und spielen oder lesen Bücher. Und dann passt das ganz gut, weil der Sommer ist ja auch schon so gut wie vorbei. So, und jetzt werde ich das Chaos hier ein bisschen aufräumen. Dominik ist arbeiten. Der hat gestern noch einen Anruf gekriegt. Für einen Notfall, da musste der heute Morgen raus und ja, ich mache jetzt hier noch die Wäsche weiter, werde die Bücher gleich alle schön einräumen und ich muss heute Abend auch arbeiten und ja,
Aber gut, dass es nicht so heiß ist, wenn ich arbeiten muss. Das ist viel schöner. So, und jetzt werden wir die Wäsche machen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Wir haben jetzt den Grill angemacht. Anstatt veganes Festival gibt es Tier auf dem Grill. Und ja, der Grill grillt vor sich hin. Quentin ist da unten. Wir haben hier schön aufgetischt. Schaffst du? Ja. Ja, Joanna kommt jetzt auch gleich. Ja, die kommt jetzt auch. Ich muss noch mal kurz zur Toilette. Das Wetter hat nämlich die ganze Zeit Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Und in Dortmund genauso. Gerade hat es nämlich dann noch geregnet. Und dann haben wir gesagt, komm, ist egal, bleiben wir zu Hause. Bisschen Gartenarbeit verrichtet, der Domi, Rasen gemäht. Ich war gerade noch bei Aldi einkaufen und jetzt grillen wir. Na? Und viel gemacht heute wieder, ne? Ja. Obwohl wir gar nicht machen wollten. Drin hast du sauber gemacht, ne? Ja, das ist ja jeden Tag Standard. Das ist jeden Tag, aber trotzdem. Wäsche gemacht, drin sauber gemacht. Dominik hat den Rasen gemäht. Dann haben wir die Terrasse gestrichen, geölt. Dominik hat hinten auch noch die Dinger dann alleine geölt. Die Hochbeete. Und hat er angefangen, die Türrahmen zu streichen im Flur. Abzuschleifen und anfangen zu streichen. Ich bin aber für heute fertig, glaube ich. Ich glaube auch. Und jetzt ist Chilling angesagt. Gucken. Lecker essen, Bierchen trinken. Viele Wolken im Himmel. Ein bisschen mit den Kindern spielen. Dann würde ich nachher gerne ein bisschen in den Keller Playmobil aufbauen. Alle mal zusammen spazieren. Grillfleisch wieder abtrainieren. Wird langsam windig. Ich glaube, wird gleich noch mal bestimmt ordentlich Regen runterkommen. Ne? Ja. Ja, ne? Ja. Irgendwie kommen wir nicht dazu, abends auf unserer wunderschönen Bank zu sitzen. Jetzt, wo sie fertig ist. Jetzt, wo sie da ist, endlich. Na, mir ist noch ganz, ganz dolle müde. Von gestern noch den Trip. Steckt ihr noch in den Knochen. Hat auch nicht so gut Mittagsschlaf gemacht heute. Ist vielleicht dann doch nicht so schlecht, dass wir nicht nach Dortmund gefahren sind.
Mausi, bist du müde? Du bist kaputt, ne? Hab kein Uki dabei, Schatzi. Der liegt im Bett. Papa Dominik. So, ihr Lieben, wir sind zu Hause und das Wetter ist heute einfach zum Würgen. Gerade als wir nach Hause gekommen sind, hat es voll angefangen zu regnen. Wir haben alle Sitzbezüge reingeholt. Jetzt sind wir drin. Es ist wieder super Sonnenschein. Voll crazy, ey. Ich habe da mir gerade ein bisschen Sojamilch eingeschenkt. Die wollte Sojamilch trinken. Jetzt guckt sie eine Folge Zauberschrank und dann geht sie gleich ins Bett. Und bevor sie ins Bett geht, darf sie immer eine Folge Zauberschrank gucken. Und dann geht's gleich in die Haia. In die Haia. Ach Gott. Freust du dich schon auf Schule, Jana? Wir müssen Schulsachen kaufen, ne? Noch machen wir nächste Woche jetzt, ne? Also die Woche holen wir Schulsachen. Was brauchst du denn? 3 Schreibhefte, 2 Rechenhefte, ein Lineal, ein Geodreieck, ein Hausaufgabenheft, 7 Schnellhefte, ein Schreibblock, Mäppchen mit 2 Bleistiften, ein Ordner, Zeichenblock, DIN A4, Zeichenblock, DIN A3, Schere, Klebstoff, Klebestift, Farbkasten, gesäubert mit neuem Deckweiß, Mallappen oder Tempotücher, Becher, Borstenpinsel, Haarpinsel, Sportsachen wie bisher. Dann müssen wir dein Ding sauber machen, Wolkenschleim, dein Tornister sauber machen, ne? Ja, aber nicht mehr heute. Nee, heute nicht mehr, aber nächste Woche. Ich habe ja schon alles rausgeholt. Ja. Das riecht voll chemisch. Na Mia, was machst du da? Und hast du ja schon ausgesucht, welches Buch du zuerst liest? Ja. Hast du? Ja, sag mal, welches Buch möchtest du denn zuerst lesen? Dann möchtest du das unter der Dusche eben noch. Nein, keine Stangen mehr. Jetzt ist Fernseh aus. Olchi. Olchis und Detektive. Kannst du ja auch so ein. Hast du die Lesezeichen gesehen, die süßen? Ja. Kannst du dir eins hier reinstecken schon mal? Ah, ich hab da noch gar nicht angefangen. Kann ich trotzdem, damit das nicht wegkommt, bevor die wegkommen. Kann ich mir schon mal eins reintun. Das geht nämlich hier schon mal schnell, dass irgendwas wegkommt. Komischerweise. Ist das bei euch auch so, dass ihr immer teilweise was suchen müsst? So, ich check. Also, hier ist ein Herz und dann. Süß, ne? Und dann steht hier hinten noch täglich neues Büchertippchen. Heute schon vorbeigeschaut. Heute schon vorbeigeschaut. Voll süß. Ja. Kannst du hier reintun? Guck mal, dann guckt das hier oben so raus. Das Herz. Süß, ne? Mhm. Ja, cool. Dann fängst du heute an zu lesen? Das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Okay. So, und du? Kannst du mal aufhören, mich hier auszuziehen? Kein Joghurt mehr da, mein Schatz. Wir müssen dir Montag neuen Joghurt kaufen. Nee, du gehst jetzt ins Bett. Du gehst jetzt ins Bett. Thank you.